Scheiße. Hallo Leute und willkommen zurück zu Gary's Mod. Hallo. Hallo. Ich bin Französisch, deswegen sage ich Hallo und nicht Hallo. Hallo. Du triffst mich nicht, mein Freund. Nee, weil ich bin gefallen und meine Maus, ja, die Maus ist viel zu schnell. Ich habe ein Fadenkreuz, Freunde. Endlich habe ich mal ein vernünftiges, sichtbares Fadenkreuz. Ich freue mich so. Und der Tulu kann nicht aimen. Der Tulu kann nicht. Oh, ich kann trotzdem nicht aimen. Trotz Fadenkreuz, ja, merke ich gerade. Meine Maus ist grade, sowas von zu schnell. Ja, das ist einfach bei Gary's Mod so, ne? Man erhofft sich immer, dass man mit dem Fadenkreuz vernünftig schießen kann, aber das geht irgendwie nicht. Warte mal, ich mach mal die Maus-Sensitivität niedriger. Habe ich auch, aber das ist zu wenig. Ja. Ich hab heute eine Idee, oder ich habe sogar schon was zu der Idee dazu vorbereitet. Ach so, der Kevin ist übrigens gerade kacken. Nein, der kann heute leider nicht. Deswegen. Kevin, nur wir beide. Kaka. Kevin Kaka. Aber ich glaube, das dürfte auch zu zweit funktionieren. Ach, wir haben doch immer Gary's Mod zu zweit gemacht. Wir sind doch gar nicht auf Kevin angewiesen. Zuerst mal, halt mal die Schnauze jetzt. Entschuldigung. Meister. Komm her, hör auf zu schießen. Ja, Meister. Okay, warte. Bestrafung muss sein, weißt Bescheid, ne? No! Ich hab doch deinen. Ja. Alle Leute lieben Puperze. Sie. Okay. Ja, die Aimbot-Gun. Ich lass die mal in der Hand und du kommst jetzt her. Ja. So. Alter, was ist das für ein Giga-Ding, ey? So sieht das also aus. Ja. Okay. Hör auf, diese anzuklupschen, Mann, deine Augen. Bleib mal stehen. Interessant. Oh, wo sind die Pupillen hin? Alter! Das eklig. Du bist gemein. Okay, Konzentration. Jetzt wieder Konzentration. Ja, okay. Ja, okay. So, ich schieße nicht, schon okay. Du bist jetzt hier, ich suche noch kurz was, da hab ich's. Ah, das, was du in deiner Scheiße benutzt hast, in deinem Map-Vorstellung genau, da. Mit dem Robert. Ja, weil fand ich witzig. Hörst du euch das, wie ich das esse? Warte. Ja, das hört sich an wie DayZ, wie Rust, oder? Ähnlich, ja. Komm, ess nochmal. Ich? Ich, der isst nicht mehr. So. Alter, wo nimmst du die Scheiße her? Bei Weapons und dann Other. Habe ich das auch? Ich denke schon. Also, Robert hatte es auch. No! Ja, Popcorn-Krieg! Yeah. Wie kannst du so viele werfen? Ja, das ich kann nur geht eins werfen. Wohl nur, weil ich der Admin bin. Cheater! Also, du wolltest Popcorn-Krieg? No! Ich wollte Popcorn-Krieg, aber zu gleichen Bedingungen, mein Freund. Die sind gleich. Der Gute hat mehr. Der Gute, du bist der Gute? Okay, ja. Ich bin der Böse. Ja, du bist der böse Grantelbart. Ja, das stimmt schon. Und ich bin der Gut, du. Gut, du. Gut, du. Okay. Besser du. Komm her, beiße dein Popcorn und hör mir zu. Wie du das so weghältst, als ob du es mir anbietest. Ja, hier, bitteschön. Bitte lieber tun. Hier ist was für dich. Okay. Ja, wunderbar. Also, folgende Idee. Ich lasse es dich zuerst mal einmal selber bauen, weil ich sehe, wie das bei dir aussieht. Ich wollte dir nur gerade eine Schelle geben. Ja, hat geklappt. Ja? Ich muss es selber bauen. Genau. Was denn? Folgendes, du kennst doch Mario Kart. Oh ja. Da konnte man doch im Multiplayer, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch gibt, aber zu Nintendo 64 und Super Nintendo Zeiten, da hatte doch jeder 3 Luftballons an seinem Auto und wenn die kaputt waren, hast du verloren. Ich erinnere mich ganz, ganz schwach, aber ja. Sowas machen wir jetzt in der Luft. Du machst dir irgendeine Plattform, wo du dich draufstellen kannst. Und dann machst du ein paar Luftballons ran, dass das Ding abhebt. Und dann müssen wir jetzt in der Luft so lange abschießen, bis einer abstürzt. Ja, aber Moment, also das musst du ja irgendwie aerodynamisch bauen, weil sonst schießt es ja sofort ab. Nee, warum? Also du machst nur einen Haufen Luftballons ran. Also ich zeig dir meins nicht, um es nicht zu spoilern. Meinen Zuschauern zeige ich es natürlich mal. Ach, du Sau, du hast schon was vorbereitet. Ja, und ich muss bauen, weil ich ja so spontan so gute Sachen bauen kann. Es ist aber buggy. Also sobald man sich da drin bewegt, stirbt man einfach. Ja. Wo ist es denn hier? Okay, also. Da. Also ich muss einfach nur eine Art Fluggerät bauen, was nur durch Ballons getragen wird. Theoretisch wird das jetzt schon ausreichen. Einfach Luftballons in die Ecke und fertig. Gut, dann mache ich erstmal einen Sitz. Ja, das geht ja nicht, dann kannst du ja nicht schießen. Ach, das ist das Problem.
Und wenn du drauf stehst und dich bewegst, dann stirbst du wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also mit dem Problem habe ich auch zu kämpfen. Am besten essen wir davor 100 Millionen Bälle. Ja. Dass wir dann das Problem nicht haben. Das hört sich falsch an nach dem Motto, ja, eat my balls. Schön die Nüsschen knuspern. Ja, ja. Ich fürchte aber, ich muss 4 machen, Tudo, weil, ich meine, es sind ja 4 Ecken. Ja, ich habe auch viele Luftballons dran. Ach so, du meinst 3, wie bei Mario Kart. Nee, nee. Okay, dann machen wir mal hier. Warte mal, hier, fress mal so einen Ball, der bringt dir 2000 HP. Das sind Admin-Bälle. Warum sehe ich die? Okay. Wer schreibt mir im Skype? Ich nicht. Vielleicht war es Kevin? Aber er meinte eigentlich, er hat keine Zeit. Aber ich will jetzt auch nicht nachschauen. Da macht er Köpfe dran. Ja, Köpfe sind lustig. Ich bin mal gespannt, wann ich abhebe. Das könnte man eigentlich. Ja, wie stark hast du den gemacht? 500. Ist cool, ne? Zu wenig? Ja, weiß ich nicht. Warte mal, ich schau mal der Fairness halber bei meinem nach. Ich guck auch nicht. Okay, das langsam. Nein! Ist es denn? Eins. Super. Und jetzt spinnen die Köpfe around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück mit einer Force von 431. Alter. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Mann. Schau mal, mach die alle mal weg. Mach mal die Force auf 431 und 12 Stück. Dann hebt's langsam und gemütlich mit dir ab. 431. 12 Stück. Und die, wie heißt es denn? Diese Roblanks? Das ist wurscht. Okay. Dann hier. 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 Ja. Danke. Dann hier. Und hier. Ja, warte mal, jetzt haben wir 9, oder? 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8. Oder ich hoffe, 8. Du hast dir gemerkt, wie viel, weil ich weiß es 1, 2, nicht. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Warum kannst du kein Sperma auf die Plattform machen? Ja, weil das da nicht. Hallo, okay. Nicht die Luftballons, Vorsicht, Alter! Achso, Entschuldigung. Nein, nein, die werden nie wieder stillhalten, Doch, doch. Dafür habe ich dir jetzt um die Plattform gespritzt. Perpetuum mobile, unendliche Energiequelle. Warte, pass auf, ich halte sie an. Danke. Ups. Schwupp. Bleib stehen. Schwupp. So, also, warte mal, wie viel habe ich jetzt? Mann, du verwirrst mich total. Also, ich habe 8, glaube ich. Ich glaube, ich habe 8. So, dann machen wir jetzt hier. Nein! Du hattest 8. Okay. Jetzt habe ich wieder 8. Ups. Habe ich wieder 8, Tudu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Dann ist das jetzt der 9. Genau, 8 plus 1 ist 9. Das ist der 11. und das ist der 12. Hey, und die Scheiße hebt mich ab. Super. Wie? Du hast. Ja. Achso, wahrscheinlich hast du die Plattform noch am Boden. Achso. Fixiert. Was ist hier los? Oh. Okay, vielleicht sollte ich das irgendwie mal speichern vorher, oder? Duplizieren? Ja, ist es denn funktionabel? Mensch. Ich behaupte ja. Ja, dann. Das speichern. Guck mal, eigentlich, aber es ist, ja, es ist ein bisschen quer. Ja, tust du, dann hol die mal wieder runter. Er hat runterholen gesagt. Okay, ich probiere mich selbst mal damit wieder runter zu. Ja, probier dir selbst mal ein. Ja, ey, komm. Ja. Niveau. 12-Jährigen, die denken. Oh Mann, Alter, jetzt, da sollte ich vielleicht nicht festhalten. Am Luftballon? Oh Mann, scheiße. Komm doch wieder das auf den Boden der Tatsachen, mein Freund. Ja, aber es funktioniert doch nicht. Guck doch mal, die Luftballons spinnen doch around. Ja, hast du sie am Boden? Ja. Dann tu die mal am Boden festpressen. Pressen. Festpressen, okay. Warte. Alter. So, erstmal glatt machen die Scheiße. Die Luftballons kommen nach oben. Jetzt dreh dich um. Warum lebe ich noch? Keine Ahnung. Habe ich wenigstens den Luftballon kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Ich lebe immer noch. Ach so, wegen deinen 2000 HP wahrscheinlich. Ach so. Luftballons! Was hast du da denn gebaut, Mann? Wie cool ist das denn? Ah ja, es ist nicht so cool wie Buggy.
Ja, aber das ist ja Garry's Mod, ne? Das ist ja immer so. Das müsstest du eigentlich kennen, das Ding. Hast du das schon mal irgendwie gegen mich eingesetzt? Ja. Oder hier mal Alzheimer. Der Käfer, den du mit Sperma vollgespritzt hast. Alter, was haben wir denn hier? Ach, dein scheiß Melonenboot. Das Mobil vom Melonen-Dings. Wie lustig ist das denn? Aber weißt du, was ich letzte Mal gedacht habe bei der letzten Session? Was denn? Mit Kevin habe ich deine scheiß Hydraulikbombe da. Habe ich das letzte Mal mit Kevin noch besprochen nach der Aufnahme, dass ich meinen scheiß Armadillo nicht geklont habe, Mann. Den hätte ich gerne geklont, Mann. Der war das Beste, Alter. Der war so perfekt aerodynamisch. Aerodynamisch. Ja, meine scheiß Ballons kaputt zu machen. Und ich erinnere mich an den scheiß Roboter mittlerweile. Das ist voll Absicht. Das ist Absicht, das ist kontrolliert. Ja, genau. Sieht auch absolut kontrolliert aus. Ja, es ist sehr kontrolliert. Ich fliege zur Sonne! Ja! Währenddessen lasse ich deine Luftballons platzen, ne? Nein, Meister! Tudu. Was denn? Nichts. Wollte nur mal Werbung für dich machen, kostenlos. Cool. Abonnieren Sie jetzt Tudu auf YouTube. YouTube. In die YouTube-Leiste eingeben Tudu. Who da the finden fuck Sie Tudu. Schau mal, wie ich von der Luftballons wegbounce manchmal. Also was heißt manchmal? Eigentlich scheint sie ja unsterblich zu sein. Die sind voll OP. Weißt du, wer OP ist? Ein Chirurg, Alter. Nee, der ist im OP. Jetzt hängt er da fest in dem Scheiß. Da wollten wir nicht eigentlich... Alter. Ja, was denn? Das macht gerade so... Mama, ich kann fliegen! Hui. Aber ich muss schon sagen, deine Apparaturen gefallen mir echt. Also, das ist immer was Interessantes und nicht nur so ein Klotz wie bei mir. Bei mir sind es immer Klötze. Ich gebe mir halt meistens oder manchmal Mühe. Ich probiere es auch, aber es geht irgendwie nicht. Ich einfach nicht das nötige technische... Naja, und so weiter. Ja. So, wollen wir diesen Wettbewerb ausprobieren? Also, du willst ausprobieren? Wenn du das jetzt loslässt, dann schau mal, wie schräg das hochfliegt. Ja, ich frag mich halt, wie du das gemacht hast. Hast du es getubed? Ja, nicht akut, nein. Nicht akut? Ja. Dann tust mal, Leute, die Luftballons. Alter. Süß. Jetzt musst du die alle einmal beruhigen. Beruhigt euch! Ruhig, Gelber, ruhig. Jetzt bleiben wir alle ganz entspannt und ruhig. Hört sich eher Pedo an als beruhigend. Ui, Luftballons! Nein! Oh nein, ui. Es fliegt los! Ja, dann mach mal eins davon weg. Das funktioniert nicht, Tudu, das kann ich nicht beruhigen. Meinst du, es ist im Prinzip dasselbe, nur rund? Echt? Das funktioniert? Ja, wenn die Luftballons, wenn du die nicht berührst, ja, dann steigen die gerade schön hoch. Ich hätte mal eine beruhigte Duplikation machen sollen. Warte, ich helfe dir mal, dann können wir die alle mal anhalten. Okay. Eine Wackelballons. Es wäre zwar 10-mal schneller, wenn du die blöden Ballons hier neu hinmachst. Ja. So, komm schon. Nein, nicht tanzen. Alles ist gut. Alter, ich erwisch den nicht. Schwupp. Ja, ist aber auch ganz schön knifflig, dieser Ballon. Die wackeln echt unendlich oft, ne? Ja. Wenn die einmal anfangen, hören die nicht mehr auf. Die kleinen Hurensöhne. Die kleinen Missgeburten. Arschlöcher, Wichser, Penner. So. Dann haben wir unser Video wieder ab 18 markiert. Ziemlich. Warte mal. Ziemlich ausgewogen. Weiter. Du hast keinen Ballon kaputt gemacht, tatsächlich. Nee. Ich würde jetzt aber voll gern durchrennen, einfach um die anderen zu wuscheln. Nee, lass mal bitte. So, okay. Ballons. Nein, ja, die übt halt in mich rein. Danke. Okay. Wir machen ein paar Sicherheitskopien davon. Ah, ja, toll. So, 1, 2, 3. So, jetzt sind wir jetzt mal auf der sicheren. Nein! Nein! Wuscheln! Don't do it! Aua! Bin doch friendly! Bin so schlecht ohne. Auch ohne Fadenkreuz bin ich. Mit Fadenkreuz bin ich total scheiße! Jetzt wählt er wieder irgendeine scheiß overpowerte Waffe aus! Nur weil ich meine Ehre verteidigt habe! Wie ein Pirat. Wie ein Seemann. Aber ja. Was tust du denn? Ich lass die einfach abheben. Nein! Ich dachte eigentlich, der Tornado tut die zerwuscheln, aber.
Das hat ihn nicht interessiert.